Ihr liebt ihn, wir lieben ihn. Diesmal meinen wir nicht Flo, sondern den wunderschönen BMW M3 Touring. Und heute haben wir ein ganz besonderes Video. Ich glaube, ihr wisst alle, was passiert, wenn dieser Herr hier ist. Dich lieben wir natürlich auch. Hallo Florian. Danke, danke. Wie geht's dir heute? Bestens. Selber? Immer gut. Denn heute haben wir was Cooles am Start. On the quest to find the best PPF sozusagen. Heute haben wir eine Lieferung bekommen von Avery. Avery hat geliefert und zwar schönes Matt PPF für den M3 Touring. Das Ganze ist relativ dick für Mattfolie, richtig? Ja. Was schon mal sehr gut ist. Die beiden Rollen stehen hier hinten, können wir uns direkt einmal angucken. Wir haben einmal dieses High Gloss Schwarz PPF bekommen. Das ist ziemlich wild. Also wie unfassbar glossy das ist. Hier ist noch eine Schutzschicht drauf, also nicht wundern, falls da Krümelchen drauf sind. Aber das ist richtig krass, ne? Ja. Was sagst du als Folienexperte dazu? Bin gespannt, wie es im Auto ausschaut. Ich auch. Erster Blick auf jeden Fall. Ja. Sehr gut. Weil Avery meinte so, jo, ihr könnt doch ein paar Akzente machen hiermit. Und wir so, ja, können wir machen. Deswegen machen wir wahrscheinlich das Dach hiermit. Müssen wir gucken, das könnte ganz gut sein. Somit wirkt das Auto ein bisschen tiefer. Aber der Hauptplayer in diesem Game, würde ich mal sagen, ist das hier. Mattes PPF. Wunder, wunder, wunderschön. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze aussieht. Und bevor wir zu viel rumlabern, würde ich sagen, starten wir direkt mit der Haube, oder? So ist es. Cinematic. So, es ist jetzt vorgereinigt, die wunderschöne Haube vom M3 Touring. Und damit starten wir. Das heißt, wir packen jetzt einmal kurz die Folie aus. Okay, ich lasse es vielleicht lieber. Gibt es da eine Technik oder bin ich gerade doof? Ah, jetzt. Soll ich anheben? Du bist trotzdem doof. Das stimmt. So, wir haben jetzt den ganzen Spaß. Flo hat gerade eben alles ausgemessen. Ich muss niesen. Flo hat alles ausgemessen, das heißt, wir können das jetzt zuschneiden, richtig? Jo. Was soll ich denn jetzt halten? Das wäre mal eine coole Info. So, wir tauschen einmal. Du bleibst hier. Du hältst mir das hier einmal. Hast du meinen Meter? Du musst nicht alles runterwerfen, okay? So, das hält alles perfekt hier. Es ist immer interessant zu sehen, finde ich, wie der Finish am Ende gleich ist. Weil bei so vielen verschiedenen PPFs wirkt es anders, aber ich glaube echt bei der Avery jetzt hier wird es wirklich sehr, sehr, sehr gut sein, um ehrlich zu sein. Sag mir mein Gefühl irgendwie. Ich hab's hier alles gut. Die rutschen noch ein bisschen. Ich will sie nicht im Boden haben wegen dem Dreck. Klar, warte. So. Wir haben den ganzen Apparat. PPF fühlt sich mal so geil an, ne? Ja. Das fühlt sich ein bisschen beschichtet an. Was ganz schön ist. Ist richtig glatt. Gut. So. Jetzt machen wir die Haube feucht. Es wird alles einmal vorbereitet mit der wunderschönen Slip Solution, dass wir auch ein gut haftendes PPF am Ende haben. Akkurat? Akkurat. Das eine nur. Das eine nur? Das hier. Schade. So. Wir jetzt mal Florian hier verfolgen, wie das Ganze aussieht. Vor allem, das ist ja Metallic Lack jetzt beim M3 Touring. Das gibt oft bei PPF dann richtig geiles Schimmern. Ja. Und da freue ich mich sehr drauf, muss ich sagen. Wie gesagt, alles ist vorbereitet und geputzt und wird am Ende hoffentlich ein wunderschönes Ergebnis bieten. Flo und ich sind mittlerweile ein eingespieltes Team. Was man, finde ich, direkt merkt bei der Avery ist, wie stark der Kleber ist von der Folie an sich. Ja. Da hast du nicht viel Spielraum. Du musst sie gespannt halten. Ich habe sie gespannt. Gespannter als ein Bettlaken. Und was soll ich jetzt machen? Gerade von innen. Ja. Perfekt. So, jetzt kannst du wieder ans Eck greifen. Wundervoll. Wunderschön. Also Luis Parkkünste. Luis, wer parkt denn so scheiße? Ja. So, für die Leute, die es nicht verstehen, jetzt wird die ganze Folie einmal befeuchtet. Damit sie gleich auch ein bisschen rutscht auf der Haube, richtig? Jo. Dass wir Anpassungsmöglichkeiten haben und so weiter und so fort. Sehr angenehm. Ich habe heute noch nicht geduscht. Dann legen wir das ganze Stück mal. Oha. Ja, wir sind überall drüber, das ist schon mal gut. So. Jetzt kommt der Moment des Rakels.
Und jetzt bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, weil ich finde dieses Auto in Frozen Black, sage ich mal, oder eher gesagt Satin Black, so sexy. Und diese Verwandlung werden wir jetzt hautnah zusammen erleben. Und das wird ein absolutes Träumchen. Oh, das sieht gut aus. Sehr schön. Geil. Und wirkt schön Satin, muss ich sagen. Und hat definitiv mehr Haftung. Ist das was Gutes? Ehrlich? Sehen wenn man jetzt weiß, was man macht, wie sie es verarbeiten lässt. Ja. Aber bis jetzt, mal. Ist übrigens auch für Flo das erste Mal mit dem Avery PPF. Das heißt, genau. Es wird am Ende echt interessant zu sehen, was er sagt, Profi. Dann Luis und ich können eigentlich nur begutachten und sagen, sieht gut aus, oder doch nicht so. Aber jetzt auf den ersten Blick, muss ich sagen, sieht das echt sexy aus, das Ding. Vom Gefühl her am Rakel, das hat man ja bei der 3M direkt gemerkt, wie dass die rau recht die hart war. Ist. Genau. Genau, und recht, recht rau. Die wirkt jetzt, wenn ich sagen darf, sehr weich. Ja, fühlt sich auch so an. Ist tatsächlich aber auch, sage ich mal, Avery-typisch. Also auch bei den Carwrap-Folien ist Avery eigentlich so eine sehr, sehr weiche Folie. Mhm. Flo in meinem natürlichen Lebensraum eingedrungen. Was geht? Einen wunderschönen. Einen wunderschönen. Wir sind wieder hier und wir sind wieder fleißig. Also wir machen weiter mit dem PPF-Prozess. Kurzes Update. Wir haben die Haube fertig. Haube ist schon im PPF. Das Finish ist mega geil. Sieht echt gut aus. Und so wie es aussieht, geht es weiter am Kofferraum. Oder wo machst du es weiter? Hier? Das Stück? Seitenteil. Seitenteil. Sehr cool. Gut, dann sind wir mal gespannt. Rücklicht kommt jetzt raus und dann geht's los. Das geht aber ganz schön fix jetzt hier. Kotflügel vorne fertig, Nummer 1. Kotflügel vorne fertig, Nummer 2. Und das Seitenteil nimmt auch schon langsam Form an. Flo ist auf Zack heute. Zwingst mich ja immer zu Nachtschichten, ich will in mein Bett. Ja, so spät ist es noch nicht. Ja, okay, es ist kurz vor 11. Aber das ist für unsere Verhältnisse ja noch echt human. Wenn man mal sich dran zurückerinnert, was wir am TT hier durchgezogen haben an Nachtschichten. Das war nochmal eine ganz andere Nummer. Das stimmt. Und Feedback zur Folie ist gut? Bis jetzt bin ich echt begeistert. Mhm. Sieht doch echt gut aus, muss ich sagen. Bin sehr gespannt, wenn das ganze Auto fertig ist. Oh ja. Aber ich glaube, das wird richtig gut. Ich bin mal gespannt am Ende auf den finalen Vergleich, wenn man mal die ganzen verschiedenen nebeneinander hat. Ja, ja. Und dann wirklich mal sehen kann. Also erzähl mal, du machst ja den ganzen Tag nichts anderes als folieren. Genau. Und dein Bart pflegen. Und Kaffee trinken. Und Kaffee trinken. Wird das nicht irgendwann langweilig oder wie ist es bei dir mit dem Folieren? Weil das ist ja jeden Tag mehr oder weniger das Gleiche. Oder wie siehst du das? Nee, das ist eben nicht. Das ist das, was ich das Schöne am Folieren finde, dass es immer was anderes ist. Mhm. Und das, dass ich ja wirklich eigentlich keine oder kaum Grenzen ziehe beim Folieren, hatte ich schon Motorräder, Autos, klar. Flugzeuge, Gondeln, Boote, demnächst kommt jetzt gerade ein Jetski. Morgen mache ich einen Aufzug, dann ist man mal wieder irgendwo an einem Gebäude. Mhm. Ganz unterschiedlich und das ist eben schöne Abwechslung und vor allem auch nur an den Autos ist ja auch genug Abwechslung. Also man hat ja mal eine Vollfolierung mit eben PPF, dann hat man mal was, eine normale Folierung, dann hat man mal eine Beschriftung, ein Design, ganz, ganz unterschiedlich und ja, das macht's schön. So, wir haben jetzt noch viel geschafft. Die Kotflügel waren ja vorhin schon fertig. Seitenteil links fertig mit der Leiste oben. Und auf der anderen Seite nochmal das gleiche Spielchen. Aber jetzt räumen wir erstmal auf, den ganzen Müll noch weg. Und dann ist für heute Feierabend.
Etwas Zeit ist vergangen, der Bart ist mittlerweile ab, bei mir nicht, bei Flo, ne? Ganz wichtig. Aber das Auto hat sich krass entwickelt. Das Avery PPF ist jetzt komplett hier über die Seite schon mal, Haube ist fertig, vordere Fender, beides natürlich auf beiden Seiten, hier oben auch alles und das fühlt sich so geschmeidig glatt an. Das ist so, als würde man Seide anfassen, oder Flo? Ja, absolut. Das muss man wirklich sagen, so unfassbar weiches PPF habe ich, glaube ich, noch nicht erlebt. Das ist so seamless, Luis, komm mal her, fass mal an. Streichel das Auto mal. Das ist ernsthaft schön, das Auto zu streicheln. Oh, das ist echt schön weich. Oder? Ja. Das ist krass, das ist so richtig samtig. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter hier hinten im Kofferraum, der schon komplett auseinandergenommen worden ist. Wir haben auch schon weitere Teile für dieses Kfz hier bekommen, dass das Auto zum Beispiel auch tiefer wird, was schon mal sehr gut ist. Das wird aber ein separates Video, denke ich mal. Aber es entwickelt sich alles in die richtige Richtung und bald ist er fertig, oder Flo? Wir sind jetzt ja im Prinzip im Endspurt. Mehr oder weniger Zielgerade, ja. Ja. Hast du Bock drauf? Auf jeden Fall. Was sagst du denn jetzt als Folierer bis jetzt zur Verarbeitung der Folie? Du hast ja viel Erfahrung mit vielen verschiedenen anderen Herstellern und so weiter und so fort. Bis jetzt lässt es sich sehr geil machen. Wie du schon gesagt hast, die Oberfläche ist wirklich sehr weich. Mhm. Also fühlt sich sehr wertig an, mhm, auf jeden Fall. Und von der Verarbeitung, bis jetzt wie man es von Avery eigentlich kennt, top. Also ja. Zufriedenstellend. Auf jeden Fall. Bin sehr gespannt, gut, wenn wir jetzt dann alles fertig haben, zusammengebaut, oh ja, wie es dann wirkt. Ich auch, das wird böse. Also, let's go. So, wir sind jetzt bei Full Service Neutz mittlerweile angekommen. Auto ist so gut wie fertig. Vielen, vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall schon mal, Flo. Flo hat mal wieder geregelt, dass die Avery-Folie perfekt auf dem Auto sitzt. Hier haben wir gerade die Front liegen. Die ist gerade in den letzten Zügen, was schon mal sehr, sehr, sehr gut ist. Aber wir sind aktuell in so einem unfassbaren Karfreitag-Stress, denn das Auto bekommt jetzt noch gut Carbon. Deswegen werden wir das Video jetzt hier beenden. Ihr habt die ganze Arbeit gesehen, wie PPF'd man einen M3 Touring. Das hast du sehr schön erklärt und sehr gut gezeigt. Riesen-Shoutout an Avery auf jeden Fall. Es gibt auch etwas ganz, ganz, ganz Besonderes für euch. Und ihr könnt jetzt nämlich, wenn ihr euer Auto verlieren lassen wollt, bei Full Service Neutz hierher laufen. Es gibt eine schöne Auswahl an Farben. Die können wir einmal kurz einblenden. Luis? Ja, wir sind da. Die könnt ihr dann hier bestellen mit einem 5% Nachlass für euch mit dem Code ADSATINCREW. Das heißt, ihr kriegt 5% Rabatt auf die Avery-Folie und dann ein paar schöne Autos hier machen lassen, oder? Auf jeden Fall. So, aber Grand Reveal diesen Donnerstag und das Auto wird wirklich sehr böse. Riesendankeschön am Full Service Neutz, Riesendankeschön an Avery für die Chance, mega geiles Material. Denkt dran zu liken, abonnieren, zu teilen, die Glocke zu drücken. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.